Ja, Leute, dann haben wir hier noch ein paar mehr Quarzschichten. Wir haben hier sogar ein Prasenit mit dabei. So sieht das Ganze aus hier unter dem Schnee. Das war letztes Mal noch komplett schneebedeckt. Und man sieht auch, dass das hier so geschichtet ist. Und das sind hier die Quarzgänge, meine Lieben. Die verlaufen in die Richtung. Und das ist natürlich hochinteressant. Schaut mal, so sieht das Ganze aus dann. So sehen die Quarzgänge hier aus. Und da versucht man natürlich dann solche Einschaltungen zu finden, die dann irgendwelche Fluide mit nach oben gebracht haben. Ne? Das ist das, was wir suchen. Jo. Praktisch das Gold-Nebengestein. Ne? Und das Ganze ist einfach nur herrlich anzusehen. Schaut mal her. Das ist schon geil. Das ist richtig edel. Ja, hier könnte man Tage verbringen, bis man das hier alles durchgesucht hat. Ja, Lesefunde und so weiter und so fort. Ne? Ist halt nur noch edel. Ne? Sowas. Jo, Leute. Haben wir hier so ein schönes Geröllfeld. Das ist hochinteressant. Quarz. Und wie ihr seht, ist das hier schön Wasser durchlaufen. Ach, ist das herrlich. Also hier muss es hier ganz schön gerockt haben. Und ja, ich gehe jetzt mal durch und habe auch schon den ersten Lesestein. Schaut mal her, den nehme ich mit. Herrlich. Hier wäre der nächste. Uiuiui. Ui, ui. Genau, das ist der nächste, den nehme ich mit. Dann haben wir hier auch noch einen Schmelzbachlauf. Oha, schaut her. Hier ist der nächste. Oha. Das ist interessant. Da bin ich gespannt, was das für welche sind. Die nehme ich alle mit, das ist klar. Und dann suche ich natürlich auch noch Quarzsteine, die ein bisschen mit Gold behaftet sind, aber das ist natürlich klar, dass ich das nicht so schnell hier finden werde. Oh. Also das ist heute hier eine Begehungstour, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
Ja. Und da muss ich hier rüber. Dort muss ich rüber. Und das ist natürlich hier hochinteressant, ne? Das ist hochinteressant hier, meine Lieben. Ja. Aber ich habe jetzt all nicht mehr so viel Zeit. Wir sind jetzt auch schon wieder ziemlich weit unten. Und wir müssen zum Auto. Es wird jetzt bald dunkel. Mist. Jo, so ist das Leben. Was ist denn das für ein Stein? Okay. Der wird interessant mit Quarz drin. Der hier auch. Wir suchen ja nicht so eine rein weißen, sondern also nicht rein solche suchen wir, sondern mit Einschaltungen natürlich drin, ja. Mit so einer schönen Struktur oder sowas. Das suchen wir ja, ne? Hier ist so ein grünes mit drin, das nehme ich mit. Jo, Leute, ich muss rüber. Ich muss hier über die Schneedecke noch rüber. Und dann war's das. Wir sehen uns. Tschüss.